Hallo there, was geht bei euch? Hier ist mal wieder euer MC Fool. Und zwar in dieser Folge Tari haben Leon, Neku und ich mehrere Bosse mit 10.000 Leben besiegt. Also unbedingt bis zum Ende dranbleiben und abonnieren und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Damit würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Wir haben es jetzt nicht geschafft, den zu killen, ne? Nee, aber nicht. Leider. Was hast du denn jetzt in den ganzen Sachen gemacht? Auch gar nichts, oder? Welche meinst du? So alles, was du an Flo! Was? Das hast du wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, aber guck mal, nutz das mal. Nimm das mal, das ist eine Waffe. Was ist das? Chain Knives. Voll selten eigentlich. Oha! Ja, ich wollte gerade sagen, Digga. So, like, ich war so baff, als ich das gerade gesehen habe. Du ziehst die Kacke. Du ziehst sie nicht, aber du bekommst sie einfach. Du siehst die Waffe und benutzt sie nicht. Ich war so, hä? Ist der dumm? Because I'm stupid. Hier, endlich hast du auch einen Hook. Slime ist falling. Guck mal, wir brauchen nicht mal ein Dings. Wie dumm. Wenn das vorbei ist, nämlich, spawnt er von alleine. Ist jetzt auch nicht mehr so viel Damage von Slimes kriegen und so ein Kram. Ich habe einfach einen Platin-Helm bekommen. Ja, den habe ich dir gedroppt. Und die Rüstung, vielleicht. Magiehut, oha. Den brauche ich. Damit kannst du nicht viel anfangen. Kannst du dir aus der Kiste hier oben einen Apfel oder so eine Frucht nehmen? Ist scheißegal welche. Warum? Weil wenn der Slime Rain vorbei ist, spawnt Slime King, also der Boss nochmal. Und dann müssen wir direkt zu unserer Plattform rennen. Lass mal jetzt schon rüber zur Dings hier gehen. Ja. Ich bereite mich nur gerade mental nur darauf vor. Ich bin hier auch. Nicht also, mental, alles aber gut. Ich gucke nur, ich baue nur kurz. Jetzt ist die Crown einfach doch cool. Aber die Crown halte ich mal, weil falls wir verkacken, kann ich dann nochmal Dings machen. Ja. Machen wir. Wie lange geht denn dieser jetzt Schlag? Schon. Oh! Ist er bei dir? Ich weiß nicht. Von links kommt er. Oh ja. Für den Felgen löschen. Chrissy. Oh, Chrissy. Oh, Chrissy. Meine F***. Pass auf. Ja, das hab ich schon. Die ganzen kleinen Slimes sind halt nur Mann, warum geht er denn immer auf mich? Ja, versuch mit deinem Dings zu moven. Was? Wie sagt man? Nicht mit deinem Hook. Deinem Teppich, genau. Nein, wir haben es gleich. Ich hatte doch noch einen Dingstrank, Überlebenstrank, Digga. Hätte nur noch 160 Leben. Ich will, dass du lebst, wenn du den killst. Ja. Oh, tschüss. Ja. Okay, du lebst. Stirb. Ja. Jawohl. Let's go. Es ist over. Versuchen uns auf A of Cthulhu vorzubereiten. Ich denke, wir können es die sogar fighten. Aber jetzt noch nicht. Ich schaff's ja ich schaff's ja nicht mal richtig gegen den Wurm gerade. Nee, ich hab keine Rüstung. Ja, ich könnte dir helfen. Hallo. Ich hab ein Kupferschwert, was lästig ist. Ich hab minus 20 Schaden auf dem Ding. Ich mach also nur 2 HP. Ich mach nur 2 Schaden mit dem Ding. Mach du mal bitte. Kann ich denn dafür, dass der RNGesus wieder mir in den Arsch trete? Magst du noch mal kurz hochkommen? Oder soll ich kurz runterkommen? Kann ich runterkommen und dass ich sterbe? Ja, kannst du. Das Wasser da unten. Ja. Ja. Yeah.
Aber was für ein Elevator überhaupt? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll, was das heißt. Das ist basically the fastest way in der Hölle. Also, es ist ein Elevator, wie es gesagt wird, ein Elevator. Also ein Fahrstuhl. Ein Fahrstuhl zur Hölle sozusagen, weil es einfach nur straight nach unten geht und... Oh. Zur Hölle werde ich wohl öfter müssen mit meinem Summoner Gear, zumindest in Pre-Hard-Mode. Also wir... auf welcher Höhe ist denn das ungefähr? Zack. So, ganz nah auf der Map. Ja, wir haben... Leon, wir haben nicht mal die Hälfte. Ja, ist doch schön. Wird spaßig. Auf jeden Fall, Digga. Das ist der Highway to Hell, weißt du? Wow. Der musste sein, sorry. Wow. Habt ihr schon irgendwie den Dschungel gefunden? Auf welcher Seite der Dschungel ist? Der Dschungel ist, glaube ich, links. Digga, diese Fledermäuse machen so viel Schaden. Deswegen hasse ich die Dinger auch. Ja. Verdammt. Ich muss jetzt den Weg zurücklaufen. Hier ist eine richtig fette Höhle, Alter, wo es einfach straight nach unten geht. Geronimo. Ja, also durch das Erz, das Dämonenerz, was ich gesehen habe, haben wir also die... nicht... Purpur, sondern... Oh. Nein, du hast einen Wurmlochtrank. Also, das sind actually nützliche Tränke. Ich mich halt zu dir teleportieren, oder anders halt zu mir. Ja. Hier bin ich schon dazu. Ich könnte auch einen Flinch-Staff versuchen zu kriegen, aber... Sternwut. Ah, Star Fury. Hier. Jetzt heißt es ernsthaft Sternwut auf Englisch. Ja, auf Deutsch meine ich. Oh, mein erstes. Ja, mein erste. Ich habe die Abigail-Blume gerade bekommen. Oh, das ist cool. Mein erstes, actually... ich kann die aber nicht stacken, das ist das Blöde. Aber ich habe ja eh... Die stackt sich selber, what do you mean? Ja, du hast zwar keine Slots, aber das ist actually cool. Ne? Für die Beschwörer ist es erstmal ganz gut am Anfang. Ja, es ist, glaube ich, die beste, die man haben kann. Ne? So. Oh mein Gott, mein Glück ist insane. Kennst du diese Caves, wo so ausgeschaltete Lagerfeuer drin sind? Ah, und dann ist da immer so ein goldenes Portal drin oder so. Oder nicht goldenes Portal, da liegt ein Haufen Gold, einfach als Coins. Hier lagen jetzt einfach 6 Gold drin. Und ich habe Gravitationstrank. Nice. Oh, tut. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann kann ich oder... Vielleicht auch mal Flo. Vielleicht kann das ja mal Flo machen. Was? So nach Inseln suchen. Oder du gibst es mir. Ich habe 100 Stück davon schon besiegt. Ich werde nicht mehr. Du musst halt in der Overworld benutzen, ne? Das ist ja nur... Jesus. Oh, ne. Falle. Es hört auch nicht auf. Vergiftet. Deine letzte Falle bleiben. Die werden noch richtig nervig für dich. Du bist rein. Na, hoffe ich. Da drüben ist noch eine Kiste, Alter. Ich habe 3 Kisten gerade hier unten gefunden. Ey, pass auf. Manche können eine Deadman's Chest sein. Falle. Oder einfacher erklärt, eine Kiste mit Fallen dran. So, you open chest, you go boom. Genau. Or boulder fall on you. What? Stein fällt auf dich. Oh. Das hast du ja auch noch nicht gesehen. Das wird auch spaßig, wenn du erstmal deinen ersten Boulder siehst, wie er auf dich zurollt. Ich glaube, er ist schon mal einem Boulder gestorben. Er weiß Gott noch nicht, was du meinst. Wirklich? Ja. Ich hab's endlich geschafft. Ich bin endlich raus aus dem Biom. Höhlenforschertrank habe ich. Macht er Licht? Höhlenforschertrank macht, dass du Erze siehst und Kisten in einem leuchtenden Schimmer. Also alles, was selten ist oder so. Geil. Meinen. Oh, ich hab einen Goldvogel. Oh, und ich hab kein Links dabei. Renn, da ist er. Mini-High, Steinschlosspistole. Ja, Flo, noch hast du die Chance umzusteigen auf Ranger, wenn du magst. Kannst du dir auch den Mini-High holen und mit dem ballern. Aber ich hab halt Boomerang und mein Sternwut ist eigentlich relativ gut. Hast du dich gerade echt jetzt zu Leon hin teleportiert? Ja. Bekommen? Oh no, ein Shadow Orb. Nicht mal die Piercing Weapon, so. Ah, die wäre schon strong gegen. Na, noch einen haben wir. Noch einen Versuch. Geh du schon mal nach oben. Jo. Nach ganz oben. So. Ja. Na, Boss. Der hat gar nicht mal so viele Leben, wie ich dachte. 10.000. So, ach, Luis läuft. Der benutzt keinen. Deswegen ist es nicht, dass er despawnt. Aber er ist schon passiert.
Aber eigentlich sollte er nicht despawnen. Weltenfresser, wie sieht der aus? Geh runter und guck nach. Wir werden sie nehmen. Wirst du es gleich sehen, Flo. So ein ganz großer Dingenskirchen, so ein ganz großer Wurm. Das ist ein Stück der Verfalle, Mensch. Einen Starboss. Alter, das Schwert ist übelst krass Damage, Alter. Ja, Mann! Was hat er gedroppt? Haufen Dämonitrohren und sowas. Ah. Also das Schwert hätte ich nicht gedacht, dass er. Also hier, dieses Dingenskirchen-Schwert hätte ich nicht gedacht, dass es so viel Damage macht. Es hat auch mehrere Leute erwischt. Wollen wir nochmal machen? Also, wollen wir nochmal machen? Ja, können wir machen. War ja jetzt gerade nicht das Schwerste. Das stimmt allerdings. Und er ist ja auch einer der Bosse, die ich einen Burger. Bei Master Mode keine zweite Attacke bekommen, oder? Er kommt von hier? Och, Digga. Warte einfach kurz, Flo. Wir spawnen kurz und dann muss hier unten halt, das sind so Orbs und ich muss das kaputt machen. Actually, warte. Wie viele Wurmlochtränke habe ich schon? So, weil ich wir haben ja eine. Man könnte noch ein paar. Ich mach eine Muskete, Digga. Und actually kann jetzt auch Meteorit runterfallen. 4 Bomben habe ich noch. Und dann nochmal extra 4. 3 Tage später. Kommst du hoch? Ich habe 2 Stück, die wir bekämpfen könnten. Naja, so, wir brauchen auch wieder nicht. Ich würde ja gerne aufs Auge machen. Einen machen wir noch. Round 2. Fight. Oh, Alter! Wie schnell! Ja, das passt. Der Leben also, verloren hat, Alter. Wegen Multisegment, weißt du? Meine Waffe hittet ja mehrere Sachen auf einmal. Okay. Wie lange hat das jetzt gedauert? Wir haben uns halt aber auch sehr overprepared, muss ich sagen. Naja. So, dann ab nach Hause. Achso, ich soll's machen. Ja, yes. Summon the Auge. Na, wir schaffen den noch. Wir haben übrigens mehrere, falls wir den nochmal machen wollen. Ja. Falls wir den quasi nicht heute schaffen, ha? Ah, 2800, das geht ja noch. Ja, ich dachte, ach, Classic ist gar nicht so, oder? Was ist das Ding, den wir machen? Die haben mehr Leben, weil ich das hier halt sind. Das glaube ich normalerweise nur. Ach, ja, Classic hat dann noch weniger Leben. Warum hittet der den nicht? Doch, hittet er doch. Nein, nicht die Sterne nicht. Doch, die Sterne hitten bei mir. Aber das ist so viel Schaden auf einmal. Überhaupt so ein Dash? Wow, wow. Oh. Der Dash ist gefährlich. Ja, Mann. Nochmal. Wie schnell war das? Okay. Dann halt nochmal. Einfach für das Erz. Wenn uns alle eine Spielzeitung zu kraften können. Ist halt krass, wenn er so viele negative Effekte auf einmal hat, weißt du? Ja. Ja, manche Bosse sind ja auch dann immun dagegen. Ja, gerade später oder gerade durch Atemmode drin. Okay. So, wir könnten jetzt sogar noch schnell, ein auf ganz schnell, Queen Bee machen. Queen Bee, genau, hatte ich auch gerade vor. Du bist also noch Lust auf einen letzten Boss. Wenn ihr den jetzt schon vorbereitet habt, gerne. Ja, wir müssen nur in den Dschungel und dann boxen wir den dann. Hallo. Da bin ich. Irgendwie hat die Dings hier die Knochenspitzhacke schneller abgebaut. Muss mal gucken, hast du die noch, die Knochenspitzhacke? Ja. Dann vergleich mal, wie viel Dings haben. Also, die ich habe, kann Höllensteine abbauen, die Knochenspitzhacke nicht. Ja, genau, das ist der Unterschied.
Höllenstein ist dann deine nächste Rüstung dementsprechend. Ich bekämpfe die mal in der Beehive. Deswegen. Also ich hab hier einen Burger noch. Soll ich den essen? Kannst du machen. Dann los. Urgeta. Ja, 3400 Yen. Das ist das Witzige an Queen Bee. Du kannst einfach dich wegteleportieren und aggro dich immer noch. Mir ist schwerer vorgestellt irgendwie mehr Dashes schon. Und alles. Ja. Noch eine? Ist halt Plastik so. Oder wollen wir jetzt noch mal schnell Goblin? Na, hast du genug, um dein Kram zu machen? Wenn ich lass hier die Goblin noch machen, wenn ich lass, ich habe alles aufgesammelt. Dann gib mal alles hier. Achso, dass das Imkerschwert bekommen, den gibt man halt. Beanades? Bienenpistole habe ich bekommen, aber kein Imker. Den kannst du mir geben. Kein Imkerschwert bekommen. Ja, aber hast du irgendwie Materialien bekommen, so irgendwie? Bienenfarbe, so. Abgefüllter, ja, genau, Honig. Die brauche ich. Oh, lass das von Haus teleportieren. Well, okay. Das, wo kriege ich das, die Bienenbaum? Die hab ich rausgeschmissen. Ach so, nicht. Oh nee, das war der ganze Sinn hinter Queen Bee. Die wird das schon noch im Inventory haben. Wenn er die rausgeschmissen hätte, hätte man es ja gesehen. Wir standen ja da. Die habe ich eben nicht mehr. Doch, die habe ich. Die habe ich ausgerüstet als Dings hier. Als Bärenqualle. Jetzt sind noch ganz viele. Der Erde gibt ja jetzt so einen Effekt. Der gibt immer diesen Effekt. Ihr habt den nie benutzt. Boah, hier sind so viele. Hier sind so viele, was? Goblins. Oh, meine Bienen petzen den jetzt noch. Wie das mittlerweile einfach sind. Was? Jo. Gleich geht denn das im Wind? Und rechts siehst du, ob das Spiel ist. Ah, geil. Das ist doch die Restmonster und jetzt kann auch unten im Untergrund. Dann. Was ist, meine lieben Leute, mit der heutigen Folge Terraria? Ja. Ja. Dieses ja. Ja. Aber die Skitty. Ja. Oder rein, Leute. Ciao. Skitty.